Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spongebob Schwammkopf Battle for Bikini Bottom. Und schön, dass ihr wieder am Start seid hier. Und wir machen heute weiter mit unserem Lieblingseichhörnchen Sandy. Also, Doppelsprung und X gedrückt halten, dann können wir tatsächlich mal gleiten. Wir probieren es einfach mal aus, ob es auf Anhieb klappt oder ob es... auf jeden Fall sagen. Nein, es klappt. Kawabunga! Ich hoffe, die kann jemand gebrauchen. Ja, ach, oh Gott, dass ich da noch rübergekommen bin. Jetzt müssen wir da rüber. So, wir können ja lesen. Sandy kann einen Handkantenschlag machen, wenn du Viereck drückst. Genauso wie bei Patrick mit seinem Bauch und bei SpongeBob mit seinen Blasendingen da. Seifenblasen. Macher, wie auch immer. Wenn du Luft an den Handkantenschlag anführst, wird dieser stattdessen zu einem Karate-Tritt. Karate! Jawohl, genau so ist es. So, wir haben einen weiteren Checkpoint. Super Monster-Kombi! Ja, geil da! So, jetzt kommen wir hier rüber. Jetzt geht's weiter. Sandy kann ein Objekt mit dem Blaster fangen, wenn du Viereck drückst. Okay. Gucken wir was raus. Geil! Es macht Laune, das Ding auf jeden Fall. Es macht richtig Laune, das Spiel. Definitiv gerade. Ah, hier könnte man wieder zurück, oder was? Theoretisch. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Aber das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen erstmal hier gucken. Ich weiß gar nicht, ob es hier überhaupt einen Bossfight gibt oder sowas. Wie auch immer. Man kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, was es sein könnte. Aber klar, vermutlich irgendwas. Die müssen ja die Lenkräder noch besorgen. Wir haben ja noch ein paar Lenkräder zum. Sandy kann von einem Schwunghaken schwingen, wenn du Dreieck drückst. Ach, das ist hier für... Quatsch. Ist das für das... Für das Ding jetzt? Warte mal. Jetzt hab ich wieder was vergessen. Ach. Warte mal. Jetzt hab ich's vergessen. Ich muss jetzt gerade zugreifen gehen, dass ich gerade vergessen habe. Okay, Viereck. Kreis mal nicht. Jupp. Das war der Plan genau dahinter. Und da können wir schön auf sichere Entfernung. So, jetzt mal gucken. Kommt die Viecher her. Autsch! Du Arsch! Du Arsch! Igitt! Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Ja, krieg ich da hoffentlich wieder an? Nee, komm ich nicht. Aber die hat mich echt da runtergejagt, oder was? Ernsthaft? Ernsthaft jetzt? Ich muss da jetzt versuchen, nochmal hochzukommen, oder was? Ist das nicht irgendwie eine Möglichkeit, den Checkpoint wieder zurückzusetzen? Ah, super, ey. Das geht natürlich nur mit SpongeBob. Aber bei uns geht's ja so. So, jetzt muss ich gerade gucken, wo ich lang muss. Ich muss ja da irgendwo hoch, oder nicht? Ist das jetzt da? Hochgehen oder nicht? Ja gut, theoretisch wieder hierher, aber es kann doch nicht sein, dass mich das Ding da runterträgt und ich da nicht wieder hochkomme. Okay. Ja. Schauen wir mal schon. Ich habe keine Sorge, wir brauchen jetzt nicht zu wechseln nochmal. Wir gehen jetzt erstmal weiter ins Handy. Weil sonst geht's hier nicht weiter, ey. Gespeichert, okay. Ja,
Ja, aber. So, jetzt muss ich wieder. So, wir machen trotzdem mal weiter. Wir können jetzt hier ein bisschen triggern, aber ich glaube, ich gehe trotzdem mal hoch. Jetzt wollen wir wieder runtergejagt werden und ich will dieses Ding da holen. So, und damit haben wir schon mal erstmal wieder Ruhe, bis vor der oder nächste. Bis vor hier die nächsten Dings kommen. Okay, wir müssen jetzt mal gucken, wo wir lang müssen. Wir sind jetzt hier oben, um jetzt erstmal. Ja, wir sind jetzt hier oben und müssen jetzt erstmal gucken. Hier sind wir hochgekommen. Wir müssen ja irgendwo. Ist man da rüber? Oder ist das jetzt einfach nur dazu gewesen, um jetzt den. Um jetzt die Maschine mal kurz zu holen? Ach nein! Okay. Ja, warte mal. Wir müssen da runter. Hilfe! Okay, das war jetzt nicht der Plan an der Sache. Okay, das ist ein bisschen tricky, weil wir müssen da. Ich will eigentlich mehr oder weniger gerade nochmal. Wieso, da fällt sich nochmal hoch, oder was? Ernsthaft? Oh, so scheiße, Leute. Es ist doch blöd, wenn du jetzt nochmal runterfällst und so, dass du dann nicht da runter. Das heißt, wenn du einmal wirklich da runterfliegst, dass du da einmal komplett raus bist, ist der Nummer. Das ist aber schön. Das ist scheiße, das. Oder ich bin einfach nur gerade zu blöd, das rauszufinden. Das kann doch nicht sein. Treten. Warte mal. Ja, gut, okay. Das vergesse ich immer, das verliere ich. Vergesse ich immer, dass ich hier nicht langkomme. Ich muss ja hier hoch irgendwie, ne? Die ganze Zeit. Weil so schwer ist es nicht, aber trotzdem, das immer wieder neu anzusetzen, wenn du da einmal runterfliegst. Achtung, Eichhörnchen im Anflug! Ich dachte schon, ein bisschen blöde. Nee. Zu kommen. So. Die haben wir ja jetzt. Oh, Glück gehabt. Ich will runter, ey. So, jetzt müssen wir. Jetzt sind wir hier wieder hier. Wo wir eben schon waren. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. So, jetzt haben wir nämlich die Teleportkiste. Aber wir haben die Teleportkiste. Wir können also quasi wieder da hoch. So, und ich mache mir kurz mal eben die Kanone hier kaputt. Aber hier ist weiteres goldenes Lenkrad. Die Kanone ist am Wash. Das heißt. Da werden schon mal keine weiteren Dings spawnen. So, dann habe ich das auch weg und werde mal kurz eben nochmal hochhüpfen. Also mit Teleportkiste. Das macht jetzt schon wieder ein bisschen was. Macht schon ein bisschen was aus jetzt wieder gerade. Und holen uns einen Kunden. Panneminder! Wir sind jetzt bei 11. Wir brauchen noch insgesamt 4. Weiter mit Sandy.
Achso. Wir müssen per Reisepunkt dort rein. Wir können auch nicht einfach reinspringen. Alles klar. Hey Larry, was geht ab? Larry? Das sagt mir aber auch, was der Kandidat. Sandy, Junge. Ah, genau, der Bodybuilder-Krebs. Ich brauche deine Hilfe. Mein Fernsehempfang ist in letzter Zeit so schlecht. Ich brauche jemanden, der meine alte Antenne gegen diese glänzende neue hier austauscht. Ja, diese Antenne glänzt mehr als eine 3-Dollar-Note. Und warum tauschst du sie nicht selbst aus? Weil ich nicht wirklich gut springen kann. Und was hat Springen damit zu tun? Naja, die alte Antenne ist da oben. Oh, ernsthaft, wir müssen da ganz hoch? Das ist ja höher als ein Glas Texas-Eistee. Die Roboter haben das Gebäude abgeriegelt und ich beherrsche diese schicken Sprünge nicht, die du und SpongeBob könnt, um über die Abgründe zu kommen. Das Einzige, was ich kann, ist meine Muskeln spielen lassen. Willst du mal sehen? Ja, toll. Und was machst du mit der alten Antenne? Ach, die? Wenn du sie gegen die neue austauschst, gehört sie dir. Tja, ich habe in meiner Baumkuppel auch schlechten Empfang. Okay, Larry, abgemacht. Gut, dann müssen wir für Larry jetzt tatsächlich mal noch ein bisschen was tun. Alles klar, das machen wir, würde ich sagen, mal in der nächsten Folge. Und dann sehen wir uns wieder. Und ja, genau, dann sind wir bei ca. 20 Minuten jetzt gerade. Passt ja von der Zeit her. Und ja, in der nächsten Folge helfen wir Larry, seinen Empfang zu verbessern und seine Antenne auszutauschen. Bis dann, ciao.